Ich renne los. Ab jetzt. Ich komm mit. Olli, du auch? Ja, los, Attacke. Renn doch. Ich würde mich anbieten, Feuerschutz zu geben. Granate habe ich noch nie geworfen. Wie wär's mit dir? Der steht da oben noch. Der steht da oben noch. Granaten werfen. Seht ihr nicht? Verdammt. Der steht oben drin. Ich sehe ihn ganz schwierig, aber ich sehe ihn auch. Ich klopfe einfach eine Granate rein. Seid ihr da genug? Nee, wir sind noch sehr weit weg. Der duckt sich hier ewig. Da ist halt die Frage. Wenn wir jetzt loslaufen, Simon. Ja. Aber der wird uns erwischen. Wir haben hier nirgendwo eine Möglichkeit, eine Deckung zu finden. Wenn die uns Feuerschutz geben. Ich weiß nicht, naja, also wenn wir das Gebäude unter Feuer halten. Also ich weiß halt nicht, Granate werfen, wenn es so wichtig ist. Oh fuck, warte mal kurz, Jungs. Das ist schön. Und mit diesem schönen Oliver Onion Song heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play DayZ. Also ich kann die Leiter unten sehen. Die Frage, der weiß ja nicht, wo ich bin. Ah, ich seh ihn. Boah, wenn das Ding mal nicht hier so wackeln würde, ne? Alter Schwede, der ist sowas von am Wackeln, ne? Meiner auch. Ja, das scheint aber irgendwie neu zu sein. Ja, also das ist tatsächlich so, wenn du liegst, wackelt er weniger. Also so krass wie, Ja, ist einer bei mir in der Nähe? Für Schritte bei mir in der Nähe. Ja, ich war das. Ich bin gerade um den Felsen gelaufen. Jetzt hier die Schnauze voll, mal gucken. Ah, verdammt, ey, siehst das ATC nicht? Sichert von euch jemand die Tür, falls jemand rausläuft? Ja, ich bin auf der anderen Seite. Also niemand. Nein. Aber ich kann unten an der Treppe sehen, dass da einer hockt. Ja, warum sichert niemand die Tür, dass, falls jemand rausläuft? Weil wir alle auf der anderen Seite sind. Würde ich außen rumlaufen. Wer hat eine nach von euch? Ich habe nachgeladen gerade. Okay. Mosin. Ja, Jungs, was tun? Ja. Also ich kann nicht weiter vor. Also prinzipiell kannst du aber alleine Feuerschutz geben, oder? Wenn ja, so viele Schlüsse habe ich auch nicht mehr für die Mosin. Ich hab noch. Leg dir hier was hin ins flache Gras, hätte ich schon fast gesagt. Oder hier kurz auf der Straße, aber eigentlich sollte man das nicht aus den Augen lassen. Komm mal hier hinter und schmeiß ich dir was raus. Hier, 15 Schuss nochmal. Ja, das reicht. Hier, links von mir. Da sollte es liegen. Ja, ich hab's. Olli, wo bist du? Ich bin hier links von dir an der unteren großen Tanne. Nämlich jetzt die AKM wieder in die Hand. Ich würde sagen, du sagst an. Und, hey, wo ist er denn, du? Ich bin hier. Hey, ach, ja. Jetzt hat er so. Frage, sind die da noch drin? Da Bewegung sehe ich keine mehr. Ja, deswegen habe ich mich ja gefragt, warum du geschossen hast und niemand die Tür bewacht. Weil wir alle auf einer Seite sind, Kartoffel. Also. Ja, dann hättest du auch warten können, bis die Position gewechselt Nico, haben. Nico, du hast das Ganze da im Blick, ne? Wer hat ein Sturmgewehr? Ich hoffe. Ich habe nur einen Schuss immer drin. Also. Achso. Das ist ja. Mir fehlt das Magazin, das ist das Problem. Ja, was ist, wenn der Olli mitläuft und der Olli die Granate wirft? Ja, das wäre doch mal was. Und wir in Deckung geben? Genau, wir geben Deckung, Olli wirft die Granate. Und Olli, ja? Wie werfe ich die? Naja, mit F anpinnen und so wie sonst auch. Mit Leertaste nimmst du halt die Hände hoch, wie mit der Axt. Und dann anpinnst du die und dann wirfst du mit G. Und mit G ein bisschen länger gedrückt halten, sonst fällst du dir vor die Füße. Okay, Premiere. Ich habe noch nie eine Granate geworfen. Und ein bisschen an den schiefen Wurf denken, also ein bisschen höher zielen, wenn man eine größere Distanz hat. Also nicht gerade, sondern ein bisschen höher. So als ob du auch einen Apfel werfen würdest. Musst du ein bisschen sowas. So physikalisch berechnen, so die Flugbahn. Ja. Oh Junge, muss alles wirklich taktisch bis ins letzte Detail alles nachgeprüft werden. Eine geile Aktion.
Okay. Sollen wir. Also, die hätten mich ja eigentlich eben komplett schießen können. Ich stand hier komplett ungedeckt. Naja, ich bin hier eigentlich auch hinterm Felsen ungedeckt, aber ich laufe immer noch hin und her wenigstens. Sollen wir mit Feuer drauflaufen oder einfach mal erstmal so? Ich würde schon sagen, Nico schießt ab und zu mal und wir laufen schön im Zickzack, so wie es eben geht, breit gestreut rüber. Okay. Okay. Du sagst an, wann, Olli, wo bist du? Du bist also links von mir. Ich renne los, ab jetzt. Ich komme mit. Olli, du auch? Ja, los, Attacke. Endung. Ja, am Busch hängen geblieben. Ich bin der Letzte jetzt von uns, weil irgendwie renne ich nicht so schnell wie ihr. Nachladen. Ja. So, jetzt kommt eine kritische Stelle, jetzt laufen wir übers Rollfeld. Ja, ich rotz oben rein. Ich finde, hier ist alles eine kritische Stelle. Ja. Ah. Habt ihr Angst? Ja. Oben ist einer drin. Ja. Der schießt. Auf dich, meinst du? Nein, der schießt auf die anderen, die daherlaufen. Nachladen. Also, auf mich hat bisher noch keiner geschossen. Und gucken, third person. Weiß, wie ich mein. Ich kann gar nicht schießen. Warum nicht? Aber der hat noch keine Ahnung, wo ich bin. Ah, der hat mich aber gerade, also uns auf jeden Fall laufen sehen. Ich bin links, ich bin links. Seid ihr unten? Ja. Ja, wir sind unten. Ich schieße da oben rein. Ja. Ja, wo? Am besten eine Granate und dann abhauen. Wo schmeiß ich denn die Granate rein? Oben rein. Ja, oben, einfach in die Kuppel. Oder schmeiße einfach hier ins Fenster von der Seite. Ja, oder so, die obere Etage, da wird sowieso alles getötet. Ihr müsst mir sagen, wenn ihr die Granate geworfen habt. Ich bin links vor dem Haus. Oh, wo? Ich mach die Tür auf. Warte. Oh, da steht einer. Wo? Der ist unter der Treppe. Schmeiß ja, das da, Fenster wo ich rein. Getötet worden bin. Schmeiß das Fenster rein. Muss aber gucken, ob's Fenster offen ist. So, anpinsel Granat, wie mache ich das? Scheiße. F. Dann drückst du G und dann deinen Wurfwinkel und dann lässt du Space los. Aber sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du wirfst. Warte. Okay, oder wirf, ich muss auf jeden Fall nachladen, sonst. So, jetzt drücke ich G und dann Space, oder was? Mhm. Erst anpinnen und dann rein. G. Ich schieß da rein. Ich auch. Olli, wie sieht's aus? Und dann abhauen, ne? Der bewegt sich ja gar nicht. Ja, hast du schon reingeworfen? Der bewegt sich ja, scheiße. Hab ich einen Leck oder was? Oh, das ist doch kacke. Nein, ich bin tot. Nein. Ja. Okay, dann wirf ich jetzt die Granate, Jungs. Fuck. Hast du gerade geschossen? Ich hab oben reingeschossen, ja. Mich hat der Typ wahrscheinlich erwischt. Oh, lauf doch weg, du blöde Sau. Ich spawne neu. Knallt das noch nicht da. Verdammt, ich bin noch unter Beschuss. Ich bin tot. Ich bin unconscious. Scheiße, Mann, ey. Ich dachte, ich könnte den rumlaufen. Kacke. Ich hab diese scheiß Granate nicht reingeschmissen. Ich hatte einen schwulen Leck. Verdammt. Die laufen außen rum. Ich logge jetzt zu dir. Die sind draußen. Ich komm hin. Du musst den hinter mir abschießen. Wenn's geht. Wenn du ihn kriegst. Wer läuft denn da draußen? Am Ende ist hier rum. Ja, ich und ja, hinter okay, mir. Ja, aber hinter mir ist einer, gell? Nee, im Moment noch nicht. Mackie und ich sind tot. Ja, verfolgt. Also der hat mich gerade eben verfolgt, hat auf mich geschossen. Musst du gucken, wenn hinter mir einer läuft, sofort schießen. Hat der eine Maske auf? Ja. Oh, keine. Server restart! Oh nein! Dann habe ich aber vielleicht noch Glück, dann lebe ich noch. Deswegen hatte ich eben meinen Leck gehabt. Ich vielleicht auch. Ich wollte gerade abdrücken. Hast du ihn entdeckt, oder wie? Ja, sicher. Ich mache sogar noch einen Screenshot. Nein! Ich kann nicht schießen! Scheiße, ey. Server restart. Meine Hand zittert, Mann. Das ist abnormal krass. Das war natürlich ein professionelles Ende eines PvP-Gefechtes. Ja. Oh, ja, aber ich habe mich gewundert, warum. Ich habe ja anvisiert und habe dann eben G gedrückt und ich habe losgelassen und nichts passierte. Der stand nur blöd rum. Das Problem ist, ich bin tatsächlich schon, also was heißt noch nicht restartet, aber ich hatte halt auf Respawn gedrückt. Ja, scheiße. Das ist wahrscheinlich jetzt extrem ärgerlich. Oh, fuck, Mann, ey. Deshalb hat er auch die Granate nicht gezogen, Mann, hey, fuck. Ja gut, aber wenn das der Fall ist, ne, dann
Die könnte noch in deinem Inventar sein, die Granate. Ja, die ist noch in meinem Inventar, nur der hat die Hände nicht hochgemacht, dass ich sie zünden kann, weißt du? Also soweit ich weiß, musst du mit F anpinnen und dann mit G gedrückt halten und dann werfen. Ja, ich habe die nur nicht gesehen, der hatte nichts in der Hand, weißt du? Das meine ich. Also ich habe die Granaten auf die Tasten unten gelegt. Ja, das mache ich jetzt auch. Also in ich bin jetzt gerade bei der normalen DayZ-Oberfläche und mein Charakter ist nicht zu sehen. Ja, es ist normal, musst du mal auf einen anderen Server, auf dem Leeren gucken, ob du deine alten Sachen noch hast. Muss aber auch natürlich gucken, ob's ich gehe jetzt auch mal auf den Unstable Wipes, da ist im Moment nur einer drauf. Aber vielleicht fliegt man da eh wieder runter. Mal gucken. Oh, Jungs, das ich spawne in 30 Sekunden. Ich hatte echt Glück jetzt hier. Dann bist du tot. Bei 30 Sekunden bist du tot. Möglicherweise, ja. Boah, ich wollte echt gerade abdrücken. Scheiße. Schrift. Ich denke, nein. Bitte lass mich in Vibor spawnen. Ah, ne, scheiße, ist ja auch blöd. Ah, mein ganzes gutes Zeugs. Aber Gott sei Dank haben die anderen da auch nichts von. Man könnte natürlich jetzt dahin rennen. Ausloggen. ich bin am. Wo bin ich? An der Küste. Oh, ich glaube, ich bin in Kamishovo oder so. Ich bin auch dort gespawnt. Habe ich einfach gewendet. An diesem Leuchtturm bin ich. Ich spawne dir mal nach. Ich bin auch in der Nähe bei der Insel. Ich bin, hier genau in front of the big mountain hier, der große Sniper-Berg. Okay. Der Riesenfels, da bin ich. Das ist ja ganz unten. So, ich warte mal auf Horst, mal sehen, was passiert. Welchen Server gehst du, Olli? Ich bin McGee nachgejoint. Ah, okay. Wo gehen wir hin? Please wait. Dingens. Wie viele Sekunden stand da? Bei der roten Schrift eben? Scheiße, ich bin auch am Meer. 15 Sekunden oder was? Kacke, ich bin auch am Meer unten. Ach, du bist auch tot? Ich bin auch tot, ja. Hat sich das ja für heute erledigt. Super Sache. Ein episches Ende. Genau. Ich laufe erstmal Richtung Elektro. Hier lag eine Jacke. Scheiße. Ja, von unserem Zeugs ist nichts mehr da, wa? Nee, das wird wahrscheinlich, das haben die. Entweder ist es kaputt. Join dir mal. Ja. Aber ihr seid nicht alle drei draufgegangen, oder? Ich bin dir. Außer Simon. Simon nicht, ne? Da müsste er eigentlich. Der kam ja entgegengelaufen. Oh, so ein Kack, Alter, echt. Achso, ich lauf gar nicht Richtung Elektro, ich lauf Richtung Tscherno. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn? Ich hoffe, er ist nicht in Berenzino oder so. Hier direkt am Busch, am ATC. Es sieht bald so aus, dass ich in Berenzino bin. Ja. Oh Mann. Ja, nee, ich hätte sonst jetzt das. Ich wäre in die Feuerwehr gegangen, hätte mich ausgelockt. Ja, wo bist du? Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Ich bin an der Feuerwehr hier. Ja, warte, dann komme ich jetzt gleich zu dir. Ich lade mal nur kurz nach. Ja, okay, ich habe noch Munition drin. Oh, da trinkt so jemand. Ein Kack, Alter. Du musst ja aufpassen, ich glaube, wir sind wieder nicht alleine. Ja. Ja, sind doch nur wir auf dem Server. Hä? Ja. Nee, warte mal. Ich bin gar nicht. Komm, ey, was soll's? Nee, ich renne durch. Frag mal, ich bin gar nicht bei dir, komischerweise. Oder siehst du mich in der Serverliste? Nee. Hangnähe, Becher, Mensa und Papista. Frag mal, ich bin doch euch beigejoint. Ach, verdammt, was mache ich jetzt?
Ach so, nee, warte mal, du bist wahrscheinlich dem Kartoffelknaben nachgejoint, kann das sein? Ah, das kann sein, verdammt. Das kann gut sein, shit. Nee. Ach so, warte mal, in dem Augenblick muss ich natürlich sagen, ich habe deine Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen über Steam. Ja, okay. Das hat sich gerade noch nicht geboten, die Möglichkeit. Ja, passt. Dann ich mach das gleich mal. Ich log mich jetzt hier aus und dann mal gucken. Vielleicht jemand da schießen. Jetzt zu euch auf den Server. Ach nee. Oh, super. Und ich bin in der Feuerwehr drin. Ich bin in der Polizei in Berenzino. Ich bin mitten auf dem Land. Der nächste Restart. Oh, super, Alter. Ich nutze die Chance mal gerade zum Rauchen, wa? Oh, fuck, man, Jungs. Oh, lecken 3,50. Das war jetzt echt mal wieder eine professionelle Session. Aber super geil. Ja, du warst der beste Kartoffel. Ja, ja, ist das erste umgefallen. Also sei doch still. Wisst ihr, wo unlogisch das ist? Warte, ich kann es euch zeigen. Ah, sehr gut. Ach, scheiße, Mann. Es ist genauso unlogisch wie. Lauf jetzt. Drei kleine Kinder zu sein. Was? Und ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Ja, das weiß der auch wirklich. Oh Mann. Dann gehe ich jetzt auf den Have a Nice Day Server. Wie voll ist der? 6 von 30. Mag jemand von euch Marmelade? Was? Mag jemand von euch Marmelade? Warum? Und ich bereue schon. Was isst du denn von der Marmelade, gell? Erdbeermarmelade! Okay. Erdbeermarmelade. Wollen wir da auch drauf, hier, Ding? Jetzt einfach mal. Ich gehe da jetzt einfach drauf. Gesagt, ich stinke. Ja, Kartoffel. Deinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Du bist als erster umgefallen. Ja, das ist immer so. Oh super, ich bin noch nicht mal mehr in der Polizeistation. Dann gehen wir da halt nochmal hin, auf ein neues. Kann sich auch in der Ding jetzt ausloggen. Ich verstehe dich nicht, Kartoffel. Ja, nee, ich habe mich ja eigentlich in dem Busch hinterm ATC ausgeloggt. Und was mich gewundert hat, ich bin im ATC gespawnt, obwohl ich mich da ausgeloggt hatte hinterm Busch. Hier sind alle Türen zu. Der gleiche Server wie eben, oder? Nee, ist ein anderer. Dies ist ein FKK-Strand. Bitte ziehen Sie sich aus. Guckt immer von euch TV Total. Ein Rapsen. Wie bitte? Der ist ein Dödel, ist das. Warum? Weil das ein Dödel ist. Warum? Weil das Stefan Raab ist. Ja, wenn du irgendwie positiv oder negativ? Negativ, das ist einfach nur. Oh, wie geil. Ich finde den einfach richtig geil. Der labert so einen Dünnschiss. Und ich kann das wirklich nur gutheißen, weil einfach mal ein bisschen. Ich meine, ich komme nach Hause, muss mir die ganze Zeit so ein Bullshit geben, wie zum Beispiel jetzt eben wieder so eine Lose-Lose-Situation, wie ich einfach wieder genatzt werde, einfach so richtig unnötig. Und dann gucke ich einfach abends TV Total und dann ist alles wieder gut. Es ist schön, dass man dich so leicht glücklich machen kann. Ich bin halt leicht zu befriedigen. Oh Mann. Ey, wirklich. Du quetschst auch mal gern die Wurst, wa? Ah ja. Kartoffel, da gibt's auch im Pillenformat, ne? Da musst du nicht jedes Mal. Einfach noch Kreatin rein. Einfach mal Pille rein und alles ist schön. Alles ist bunt.
So, seid ihr schon wieder auf dem neuen Server, ja? Ja. Ja. Neune ich mal nach, mal gucken. Ja. Oder ich gehe nach Tscherno und box einen um und klaue mir sein Equipment. Oh, mitten auf der Stahlbrücke oder was? Ach, der, wo Persistenz aus ist. Da richtig Loot. Persistenz an wäre natürlich ein Traum, weil dann hätte man nämlich das ganze Zeugs wiedergefunden. Da am Airfield. Ja, ich spawn ein und hab direkt einen Zombie im Gesicht. Super, ich steh da voll drauf. Klebeband ist hier ohne Ende, eine super Idee. Wer ist denn jetzt wo? Also ich bin auf dem Weg nach Tscherno. Ich bin auch im Airfield. Ich treffe mich jetzt mal mit Man for Stop, oder wie du heißt. Ja, ja. Man for Stop. Okay. Alter, voll der Blitz vom helllichten Himmel hier. Nee, bei mir nicht. Oder es war ein Grafikfehler. Nee. Ist aber sehr bewölkt. So, liebe Freunde, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Der eine ist noch am Airfield, der andere hat es nicht überlebt und ich sowieso nicht. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. So ein Mist, liebe Freunde. An solchen Aktionen merke ich immer wieder, dass ein totaler Noob ich doch in DayZ bin. Ich habe es total verkackt mit dieser scheiß Granate. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe davor noch nie eine Granate geworfen. Am Ende bin ich dann doch mal ein bisschen so rumgedümpelt, dass ich zumindest Chris und Co. wiederfinden kann. Dass ich wieder auf Simon, der überlebt hat, finde ich ja richtig geil, dass Simon das gepackt hat, dass wir dann wieder hoch zum Nordwest-Airfield können und mal sehen, wie es da weitergeht. Ich danke dir jedenfalls fürs Zuschauen. Wir werden jetzt offscreen ein wenig zusammenlooten wieder, dass ich wieder ein bisschen equipped bin und in der nächsten Folge, die dann weitergeht, habe ich dann wieder ein wenig Ausrüstung und wir sind irgendwo im Nordwesten oder oder nur im Westen. Lassen wir mal erstmal schauen, je nachdem, wie wir uns finden. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.